Moin moin miteinander und herzlich willkommen zu Wasteland 2 Director's Cut. Es geht weiter. Ich bin Drakon mit dem Team Echo hier in dieser verschütteten Mine. So, Angel, kundschafte das doch mal ein bisschen für uns aus. Oh. What? Habe ich das gerade richtig gesehen? 150. Was? Was? 150 Hitpoints? Au. Wie viele laufen denn davon rum hier? Ich meine, okay, ich habe Handgranaten. 3. Alter Schwede. Ich weiß ja nicht, wie schnell die sind. Aber 150 Hitpoints. Rüstung 5. Schaden 25 bis 30. Leute, das wird kein lustiger Kampf. Vulture, komm mal mit. Das ist echt nicht witzig. So, okay. Alle Leute da. Wenn ich jetzt den Kampf anfange. Blockiert. 100%. Was? Tierflüsterer? Ich wollte eigentlich nicht Tierflüsterer machen. Ich wollte eigentlich einen Präzisionsschuss ansetzen. Torso. Reduziert den Schutz eines Feindes, was ihn schadensanfälliger macht. Verursacht extra Schaden oder kann Feinde psychotisch machen. Dann können sie Freunde und Feinde nicht mal auseinanderhalten. Behindert die Beweglichkeit eines Feindes und es besteht die Chance, ihn umzuwerfen. Verringert die Fähigkeit des Feindes, zielgesteuert zu sein oder vernichtet die Waffe des Feindes. Ah. Guck mal, 73% Trefferwahrscheinlichkeit. Vielleicht sollte ich auf die Beine schießen. Damit die nicht so schnell an mir dran sind. Dann kann ich sie. Dann kann ich sie schön unter Feuer nehmen. Ich habe echt das Gefühl, ich sollte das machen. Und nix hier mit Tierflüsterer. Ich hoffe, ja, ob das klappt. Okay. Keine Ahnung, ob es irgendwas jetzt gebracht hat. Aber auf jeden Fall hat er Schaden bekommen. Kann ich noch so einen Präzisionsschlag machen? Nö. 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 Weil alle außer Reichweite. Weil das ist. Das ist nämlich der Drakon. So, hier stehen sie echt. Echt kacke. AP. Knapp in Reichweite. Nee, immer noch nicht ganz. So. Meine schöne Scharfschütze. 100%. Es
jetzt zum ersten Mal, dass ich diese Präzisionsschläge hier mir anschaue. Also so richtig. Ich würde mal sagen, die versucht ihm so ein bisschen den Schutz zu reduzieren, oder? Eben habe ich auf die Beine geschossen. Und ich dachte, es ist jetzt von zerkratzter Haut betroffen. Okay, Zug beenden. So, Angel kann leider gar nichts machen. Also macht sie das. Ja. Aber ich muss die weiter vorne platzieren. Das hier ist ja... Das ist ja gruselig. Oh, der ist aber nicht weit gekommen. Aber die scheint generell nicht zu schnell zu sein. Das ist natürlich schön. Kannst du auch einen Präzisionsschlag machen? Beine. Ja, oh, daneben. Peinlich. Oh. Lahmgelegt. Ohne dass das jetzt von lahmgelegt betroffen. Sauber, du schießt an. Wie einer meiner Leute, sagt Vulture's Cry. Ich weiß nicht, ist das jetzt, ist das... Ja, warum... Ah, egal. So, sie hat 12. Ein Präzisionsschuss kostet... 7. Schaden lahmgelegt. Uhuhu. Okay, sie hat noch einen Schuss frei. Hau mal hier rein. Du gehst mal ein bisschen nach vorne. Und crouch. 9 Schaden, das kriegst du hin, oder? Oh, 5. Echt scheiß Waffe. So, er könnte nach vorne gehen ein bisschen. So, das hier lohnt nicht, würde ich sagen. Also... ...14. 65% Torso. Versuch mal. Bam. Zerkratzte Haut. Whatever. Ach, Moment. Jetzt hat er nur noch 4 Rüstung statt 5. Ha. Okay. Ach, der steht, ne? Okay, dann machen wir das mal so, ne? Zu beenden. Okay. Ein Feld können sich nur... Okay. Das müsste ich doch hinkriegen, ne? Wenn sie sich nur noch ein Feld bewegen können. ...90% Torso. 60, 85. Mach mal hier. Beschädigte Haut. Nur noch 3 Rüstung. Haha. Das gefällt mir. So. Das kriegst du hin, Angela, oder? Zack. Einer ist weg. Einer ist weg. Die macht echt keinen Schaden.
Ladehemmung? What? Okay. Okay, du könntest hier hinlaufen und beide anschießen, ne? Mach das doch mal. Meine kleine Psychopathin. Meine kleine Psychopathin. Pam! Doppelpsychopath. Nicht in Reichweite. Seine Reichweite ist echt minimal. Mit dem Teil. Echt ein bisschen blöd, aber... Ah, mein Gott. Schwarze Munition. Why? Ich will mal Action sehen. Boah, 90% und trotzdem leer. Kling, beschädigte Haut. Gar nicht so schlecht, was die gerade macht. Also die Angela. Sie macht nicht viel Schaden, aber dass sie den einfach so beschädigt, ne? Das passt mir schon ganz gut. Psychopath. So, vier Schuss opfern oder nicht opfern? Das ist hier die Frage. Ach, finish him. So, und letzter Schuss. Okay. Also dadurch, dass die langsam waren, ging das, ne? Also letzten Endes 2 Pfund. Oh, yeah. Sahen die schwerer aus, als sie waren? Also die deren Statistik, die sah gemeiner aus, mit 5 Rüstungen und... Ich glaube, wenn die mal dran sind, dann machen sie auch übel Schaden. Mobiltelefon. Hm, super. Mal wieder ein bisschen aus. Okay, das sind nicht die einzigen gewesen. Ich sollte mich nicht zu früh freuen. Okay, hier ist wieder was vergraben.
Transmorpher. Yay. Das gehört hier hin. So. Mhm. Hier ist der nächste Honigdachs. Wie viele erwarten uns denn dann noch? Ah. Einiges mehr. Einiges mehr. Wie sieht es denn munitionstechnisch aus? Unsere Sniper haben noch. Die haben auch noch. Okay, Munition ist nicht so das große Problem. Geh weg. Na gut, wisst ihr was? Wir positionieren uns jetzt hier. So. Wir machen es wie eben. Wir machen es wie eben. Das hat gut funktioniert. So, Angel. Ihr beide kommt hier hin und dahin. Dann werde ich nochmal gucken, wann und wie genau ich euch einsetze. So, bitte ein Präzisionsschuss. Ah, Moment. Nee, Beine, ne? Zuerst die Beine. 73. Wieso ist das so schlecht? Na gut. Getroffen! Verkrüppelt! Okay. Position gar nicht so schlecht hier. Präzisionsschuss auf die Rüstung. Ah, 63 ist nicht so gut. Ja, nix. Nix, okay. Boah. Noch ein Versuch. Ah! So, Wasser, Waldschutzfeuer. Komm schon, du musst dich konzentrieren. Mach ich doch, mach ich doch. So, Scharfschützengewehr. Die können wir noch gar nicht treffen, ne? Dann 90, 60, 85, 85. Machen wir hier, ne? Torso. Haut. Immerhin schon mal. So, rostige Eimer. Klingt nicht viel Schaden, aber seine Rüstung geht runter. Naja, eben. Okay. Well, whatever. Fünf
5 Schadenspunkte. Also die Rüstung ging jetzt nicht runter. Das ist schon mal eine Chance, die man nur hat. So, noch bleibt sie hin. Und du auch. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. So. Beine. Lahmgelegt. Sehr schön. Lahmgelegt. Wenn er lahmgelegt ist, dann arbeiten wir an dem Torso, oder? Ach, schau mal, sein Symbol hat sich geändert. Da ist jetzt ein Loch drin. Schön, schön. So, einen normalen Schuss habe ich auch noch frei. So, du machst am besten jetzt mal hier weiter, ne? Lahmgelegt. So will ich das sehen. Genau so will ich das sehen. Noch einen Präzisionsschlag gibt's nicht, ne? Ist zu teuer wahrscheinlich. Beschädigte Haut, naja. So. Was kannst du denn jetzt noch kaputt machen hier? Noch eins Rüstung. Hohoho. Mein Freund. Ich denke mal, jetzt ist es relativ sicher, ihn hier vorne hinzuholen. Ja, Doppelpsychopath. Er bleibt hinten. So, was können wir hier machen? Oh, der... noch ein paar mehr Schritte irgendwie gehabt, ne? Okay, also als erstes mal ihn hier. Lahmlegen bitte. So, Zug beenden. Ah, Mist. Das wollte ich nicht. 4 Punkte verschwendet. Einfach nur durch Verklicken.
gleich mal die Waffe. Komm. Ruinierte Waffe. Die Hand weggeschossen. So, und du? Kleiner Psychopath. Kleine Psychopathin. Kannst du auch auf drei schießen? Nee, nur auf zwei. Entweder oder. Aber mach das mal so. Pam! Das machen wir gleich nochmal, ne? Ich könnte ja auch... Das klappt auch nicht so. Nee. So, und jetzt versteckst du dich, oder? Ja, mach das mal. Überrascht. Oh, und leer. Hm. Und noch einer weniger. Der bewegt sich überhaupt nicht mehr. Ja, wenn er sich überhaupt nicht mehr bewegt, dann... können wir das ja so machen, ne? Wobei, viel Schaden mache ich ja nicht gerade, ne? Na gut, fünf... Er hat fünf Rüstung. Hier ist besser. Oh, daneben? Das kennen wir ja gar nicht mehr. Was? Ach, komm schon. Na, also. Verkrüppelt. Und ein bisschen die Rüstung malträtieren und daneben. Okay. Er liegt nicht okay, aber. Ah, Mann. Das... hau doch mal so rein. So. Feuer frei. Thank you.
Ja, Erschreitung. Hier sparen wir uns jetzt Munition, würde ich mal sagen. Du machst nochmal Präzisionsschüsse. Ich glaube, Drakon braucht ein bisschen mehr Sturmgewehr-Skill. Unbedingt sogar. Das war's. So. Ich bin aufgestiegen. Walcher ist auch aufgestiegen. Aber wir müssen uns noch gedulden. Denn ich muss noch ein Level aufsteigen. Sonst gibt's ja wieder den Malus durch meinen Perk. Ne? Gerade Zahlen. Ich darf keinen ungeraden Level haben. Ansonsten blühen mir schlimme Dinge. Also muss ich wahrscheinlich warten bis, naja, 6500. Vermutlich 6600. Was in der Richtung. So, alle mal nachladen. So, Teil aus. Was ist das denn hier? Dachshoden. Ah! Hilfe, warum nehmen wir sowas mit? Okay, ich schaue auf die Uhr. Die Folge wurde schrecklich lang, aber so ist das nun mal. Der Kampf dauerte ja ein bisschen. In der nächsten Folge geht's weiter. Team Echo meldet sich erst einmal ab. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage bis bald.